Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, niemand bespricht unseren Staub, niemand. Gelobt seist du, niemand. Dir zu lieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben blühend. Die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffel seelenhell, dem Staubfaden himmelswüst, der Krone rot vom Purpurwort, das wir sangen über, o über dem Dorn. Die erste Begegnung fand 1982 statt. Ein, wie ich dann später feststellte, Auschwitz-Überlebender hat mir Todesvogel, nun natürlich das bekannteste Celan-Gedicht, gezeigt und fragte mich, was daran eine Fuge sei. Er fragte mich das als Musiker. Und ich kannte den Namen Celan aus der Schule, aber habe keine seiner Lyrik bis dahin gelesen. Und habe das Gedicht dann überflogen. Und natürlich haben sich diese sehr starken Bilder, ungewöhnlich starken Bilder, mir dann sofort eingebrannt. Und eigentlich seitdem, also seit 1982, fast 40 Jahre lang, hat mich diese Lyrik dann nicht mehr losgelassen. Und ich habe mich mit dem Leben und dem Werk Paul Celans dann intensiv beschäftigt. Grundsätzlich, denke ich, ist die Sprache zugänglich, wenn man sich darauf einlässt. Es ist natürlich eine Kunstsprache, das sollte man auch nicht vergessen. Ich bin schon früh mit Celan in Verbindung gekommen durch einen Freund, damals im Gymnasium, der meinte, hier ist ein tolles Büchlein von Paul Celan. Der war ein Liebhaber der Lyrik, ich war mehr Musiker, ne, hab da mal so reingeschaut und habe gedacht, wow, mein Gott, ne? Das ist ja ganz anders. Ich kannte ihn natürlich durch die Todesvogel, aber der hat mich im Unterricht natürlich nicht erreicht. Das haben wir damals, glaube ich, als Pflichtlyrik im Unterricht gehabt. Das hat mich wohl vom Kopf her erreicht, aber nicht im Herzen. Aber als ich dieses Buch in Händen hielt, das hat mich schon sehr berührt. Unser Projekt basiert auf der Zusammenarbeit von unterschiedlichen künstlerischen Bereichen, Musik, Literatur und Theater. Es konzentriert sich auf Werke, die in Konzentrationslager geschrieben wurden. Celan hat immer gesagt, es gibt keine Zufälle, es fällt dir zu. Und ich möchte auch sagen, das ist mehr als ein Zufall, so eine Begegnung, eine schicksalshafte Begegnung, die eben durch dieses authentische Erlebnis dieses Mannes und den Umgang mit seiner Überlebensgeschichte auf mich so stark wirken konnte, dass ich dann mich daraufhin mit Celan beschäftigt habe, der das Werk Celans ist mehr als alle Reportagen dazu geeignet, einen auch emotionalen, natürlich auch intellektuellen Zugang zu schaffen, weil es eben nicht plakativ ist und weil es immer die Würde der Opfer bewahrt. Das ist der ganz große Unterschied zu den vielen anderen Versuchen, sich mit der Shoah zu beschäftigen, dass das eben vielen Filmemachern, vielen Autoren nicht gelingt. Wieder, 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 wieder.
ich unterscheide jetzt mal zwischen Musikern und bildenden Künstlern. Die Musiker sind ja viel mehr auf ein Publikum angewiesen und auch viel mehr auf ein gemeinsames Schaffen. Als bildender Künstler ist man zwar von außen inspiriert, aber das Produkt erstellt man letzten Endes doch, ich will jetzt nicht sagen in Isolation, aber weitestgehend allein entscheidend. Zählern hat sich auf die Suche gemacht, alte, vergessene Wörter wiederzufinden, die Sprache wieder zu bereinigen. Die Sprache war verunreinigt durch die Nationalsozialisten, die sie benutzt haben, um die Leute zu demagogisieren und zu fehlinformieren. Und er hat sich auf alte Spuren begeben, Worte zu finden, die diese Sprache wieder reiner machen. Und wenn wir dem nachhören können, wenn wir dem nachlauschen können, dann ist viel gewonnen. Und dann versteht man auch diese Gedichte besser. Man muss sie übrigens nicht einseitig verstehen. Man kann große Gedichte nie einseitig verstehen. Faden Sonnen über der grau-schwarzen Ödnis. Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen, jenseits der Menschen.